Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal schönen Mittwoch. Tja, die aktuelle Zahl abzüglich der Verstorbenen und der Genesenen, was Corona oder Covid-19-Infizierte betrifft, 31.126. Es werden jeden Tag weniger, die aktuell infiziert sind. Und trotzdem tut man immer noch alles dafür, die Leute in Panik zu versetzen, damit sie sich ja eine App auf das Handy laden und dass sie sich mit allen möglichen Beschränkungen einverstanden erklären und dass sie am Ende sich sogar noch eine Impfe geben lassen, die im Schnelltempo von dubiosen Gestalten finanziert entstanden ist, wo keiner weiß, ob es im Endeffekt mehr Geschädigte und vielleicht sogar Tote bringt als der Virus selber. Ja, gut, was anderes Neues habe ich nicht. Von daher war zwar so eine Pressekonferenz, aber da ging es eher um Zahlung für die Pflegeleute und so weiter. Und Reisewarnung weiterhin aufrechterhalten und. Das Einzige war mit dieser Immunpass, aber da sind sie sich noch nicht so richtig im Klaren drüber. Schauen wir mal, ich werde es im Laufe des Tages verfolgen, was man da wieder so für Nettigkeiten erfährt von unserer, in Anführungszeichen, unserer Regierung. Ja, gut, damit wir heute wieder ein bisschen vorwärts kommen, legen wir gleich los mit der 176. Stunde zur Weltgeschichte und damit der insgesamt 694. Geschichtsstunde von Egon und wieder, wie immer, der kurze Rückblick auf gestern. Und da hatten wir gestern als erstes zweite Wasserleitung für Rom. Ich tue mal kurz das Kärtchen beiseite. Zweite Wasserleitung für Rom. Dichter Alexis stirbt auf der Bühne. Dann der Cremonideische Krieg oder Cremonideischer Krieg stand genau hier als Überschrift. Und da ging es um den Krieg der Athener mit dem, gegen die makedonische Vorherrschaft in Griechenland. Erster Punischer Krieg zwischen Karthago und Rom. Gladiatoren kämpfen fürs Volk in Rom. Rom verlegt Etruskerstadt, Pergament wird erfunden, erstes heliozentrisches Weltbild durch den Astronomen Aristarchos von Samos. Dann hatten wir die Seeschlacht bei Egnomos, das war an der Südostküste Siziliens auch wieder, zwischen den Karthagern und den Römern. Dann das I Ging verändert die Welt und da ist mir gestern was aufgefallen. Es ist lange Zeit her, dass es mir mal passiert ist. Und zwar habe ich die Bildbeschreibung zu diesem Artikel, zu dem dazugehörigen Bild, zwar vorgelesen, aber dann das Bild selber nicht gezeigt. Deswegen nochmal kurz die Kurzbeschreibung dazu zu dem Bild und dann zeige ich euch das Bild heute noch. Kurzes Bäuerchen. I Ging. Das in Anführungszeichen Buch der Wandlungen, Zitat Ende, wird oft auch als Orakel befragt. Zu diesem Zweck wird eines der 64 Hexagramme ausgewählt. Das Auswählen erfolgte ursprünglich mit 50 getrockneten Schafgarbestängeln. Heute werden dazu dünne Stäbchen aus Holz, Metall oder Elfenbein verwendet. Da habe ich gestern gemacht, oh, ich schwitze, ne? Mir läuft der Schweiß. Und dann habe ich das Bild nicht gezeigt. Und da haben wir das. Jetzt haben wir das Bild auch im Video drin gehabt. Einen Tag später. So sieht das aus. Mit diesen Stöcken. Mit den Stäben. Ja. Und dann hatten wir noch als letzte beide Seiten gestern. Buddhistisches Konzil in Pataliputra. Die Wasseruhr des Ctesibios und die Kelten gründen Paris um 250 vor Christus. Und bevor es jetzt in die Vollen geht, noch ein Schluck Milch und ein Schluck Kaffee. Und schon kann es losgehen. Weiter geht's heute, auch mit um 250 vor Christus. Maya besiedeln Yucatan. Im heutigen El Salvador bricht der Vulkan Ilopango aus. Seine gewaltigen Eruptionen führen zu einer Auswanderungswelle
Vieler in El Salvador und Ostguatemala ansässiger Maya, hieß damals natürlich noch nicht so, aber auf dem Territorium dieser beiden heutigen Staaten, also Teile dieses Staates Guatemala. Sie suchen Zuflucht in Petén auf der Halbinsel Yucatan. Vermutlich durch die Einwanderer ausgelöst, beginnt im dortigen Tiefland um 250 vor Christus die Phase der klassischen Maya-Kultur. Dabei kommt es zu einer Verschmelzung von alten und neuen Elementen. So werden anstatt der bisherigen tetraederförmigen Ziegel, ich will nochmal wiederholen, tetraederförmigen Ziegel und Lehmpyramiden steinerne Stufenpyramiden errichtet. Zu den ersten großen Städten der Maya gehören El Mirador und Nacpe im heutigen Guatemala. Hier haben sie das heutigen dazu geschrieben, halt jetzt bald vorher gezeigt. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Um 200 vor Christus errichten die Maya die Tempelstadt Tikal in Nordguatemala. Noch heute beeindrucken die Ruinen von Tempeln, Palästen und Stelen. Hammers. So sieht das aus. Und natürlich zur Zeit der Maya war das natürlich farbenprächtig und wesentlich ansehnlicher. In der Stadt, müssen wir gucken, Tikal. Ich hatte jetzt überlegt, Tikal oder Tikal, Tikal. Ja, weiter geht's um 250 vor Christus. Heiliger Baum erstmals erwähnt. In Anuradhapura im heutigen Sri Lanka wird der heilige Baum des Buddhismus erstmals erwähnt. Der sogenannte Bo-Baum soll ein Ableger des Bodhi-Baums sein, unter dem Buddha zur Erleuchtung gelangte. Sein Standort ist das Heiligtum Mahavihara. Anuradhapura ist seit dem 3. Jahrhundert vor Christus religiöses Zentrum des Buddhismus und altsingalesischer Königssitz. Es zählt heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und da haben wir auch noch ein Bild dazu. Blick auf den Ruwanveli Dogoba in Anuradhapura. Der Bau der Stupa wird 161 vor Christus unter Kaiser Duttu begonnen. Im 19. Jahrhundert wird sie restauriert. Der Dogoba ist umgeben von einer Mauer mit Elefanten. Da haben wir das. Sri Lanka, einstmals genannt Ceylon. Und weiter geht's. Um 250 vor Christus. Feuerspritze löscht Brände. Der griechische Ingenieur Ctesibios, Erfinder der Wasseruhr, entwickelt eine Feuerspritze. Das aus Bronze gefertigte Gerät besteht aus zwei senkrechten Pumpenzylindern, die in ihrem unteren Teil durch ein horizontales Rohr miteinander verbunden sind. In dessen Mitte ist, senkrecht nach oben zeigend, ein Windkessel montiert, der gegenüber den horizontalen Verbindungsrohren durch Ventilklappen abgedichtet ist. Durch Hebel werden zwei massive, mit Öl geschmierte, geschliffene Kolben in den Pumpenzylinder abwechselnd auf- und abbewegt. Auf diese Weise füllt sich der Windkessel unter Druck mit einem Gemisch aus Luft und Wasser, das in den Zylindern komprimiert wird. Durch ein Steigrohr, das in den Windkessel ragt, drückt die komprimierte Luft das Wasser in die Höhe, wo es am oberen Ende als Strahl austritt. Ctesibios gilt als einer der ersten Techniker der Weltgeschichte. Ja, und durch unser tolles christlich-jüdisches
christlich-jüdische Zeit wurden solche Erfindungen alle wieder in Vergessenheit geraten und wir kennen die Bilder, wenn es im Mittelalter gebrannt hat, hat man Wasser geschleppt, Wassereimer. Ja, Bild dazu haben wir leider nicht. Und damit kommen wir zu zwei Randbemerkungen noch. Um 250 vor Christus, die Parther lösen sich aus der Seleukidenherrschaft und gründen unter Arsakes im Ostiran ein eigenes Reich. Es reicht vom Euphrat über das Kaspische Meer bis zum Indus. Stark von den Griechen beeinflusst, übernehmen die Parther die griechische Münzprägung und lange Zeit auch die griechische Verwaltungssprache. Parther, geschrieben Partha, wie Heinrich, Er. Und dann haben wir noch eine zweite Randbemerkung um 250 vor Christus auf der Seite. Philon von Byzanz fasst seine physikalischen und technischen Erkenntnisse in der Schrift, das ist er noch nicht, das mal Brüchen, in Anführungszeichen, Mechanik, Anführungszeichen, Ende zusammen. Da sein Hauptinteresse der Kriegstechnik gilt, beschreibt er in seinem Buch vor allem den Bau von Wurfgeschossen, Katapulten und Geschützen. Da sind wir auf der Seite 3 schon. Heute, der heutigen Seite 3. Immer noch um 250 vor Christus, Mogollon-Kultur in Nordamerika. Wieder nochmal, Mogollon-Kultur. Im heutigen New Mexico und Arizona sowie im Norden Mexikos siedeln Indianer der Mogollon-Kultur. Diese hat sich aus der älteren Cochise-Kultur entwickelt, ist aber auch durch Einflüsse aus dem zentralamerikanischen Raum geprägt. Die Hauptnahrung der Mogollon-Indianer bilden Mais, Bohnen, Kürbis, Nüsse und Wildtiere. Die ersten Siedlungsplätze liegen in Höhlen, später entstehen Freilandsiedlungen mit sogenannten Grubenhäusern. Und auch noch ein Bild dazu. Detail einer Terrakotta-Schale der Mogollon-Kultur. Andere typische Erzeugnisse sind Töpferwaren, Flechtarbeiten sowie Stein- und Muschelschmuck. Haben wir das Bild dazu. Die Mogollon-Kultur. Die Mogollon-Indianer. Und weiter geht's. Immer noch und nicht mehr, also jetzt nicht mehr um, sondern exakt 250 vor Christus. Ammoniter gründen Kultzentrum. Annähernd 18 Kilometer vom heutigen Amman in Jordanien entfernt, gründen die Ammoniter die Stadt Birta, die zu einem Hauptort des Stammes wird. Die Ammoniter sind aramäischer Herkunft und seit etwa 1200 oder auch 1200 vor Christus im Ostjordanland sesshaft. Zahlreiche Kriege gegen die Israeliten führten dazu, dass die Ammoniter ihre Städte zunehmend befestigten. Hauptort des Stammes bleibt auch nach der Gründung von Birta die Residenzstadt Rabbat Ammon, das heutige Amman. Etwa 100 Jahre nach Gründung Birtas lässt der jüdische König Johannes Hyrkanus in Birta einen Tempel errichten, der aus weißen Steinblöcken gebaut ist. 3 Meter lang und 2 Meter hohe monumentale Löwenfiguren schmücken die Reliefs des Eingangs. 4 von ihnen sind noch heute zu sehen. Unter den Arabern erhält der Kultbau in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends nach Christus den Namen Kasr el-Abd, in Klammern Sklaven, zu Deutsch Sklavenschloss, Klammer zu. Birta selbst heißt seit der Zeit der arabischen Herrschaft Arak el-Emir. Ja, sehen wir. Sklavenschloss nannte sich das also. Ja, weiter geht's mit dem Bild dazu. 100 Jahre nach Gründung Birtas
wird ein Tempel aus weißen Steinblöcken in der Stadt errichtet, der später den Namen in Anführungszeichen Sklavenschloss Anführungszeichen Ende erhält. Und bevor es weitergeht, noch ein Schluck, Milch und ein Schluck Kaffee. Da sind wir schon auf der Seite 4, der heutigen Seite 4. 246 vor Christus, Bibliothek von Alexandria. Unter dem ägyptischen Herrscher Ptolemäus II. Entwickelt sich das ägyptische Alexandria zur bedeutendsten Kulturmetropole der antiken Welt. Die von Alexander dem Großen gegründete Stadt an der Westspitze des Nildeltas erlebt unter der Regentschaft der ursprünglich aus Griechenland stammenden Ptolemäer-Dynastie ihre Blüte. Ptolemäus II. Holt als ein Förderer der Wissenschaften und Künste viele berühmte Forscher und Philosophen an den Nil. Der Aufenthalt dieser geistigen Elite in Ägypten liefert dem Pharao den Anlass zum Bau eines Gebäudes, das als größter Wissenstempel aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird. Die Bibliothek von Alexandria. Die Idee zum Bau der Bibliothek stammte von Ptolemäus dem Ersten. Sein Bestreben war es, das Wissen der großen griechischen Denker zusammenzutragen und der Nachwelt zu überliefern. Und noch war ein bisschen Luft raus, Entschuldigung, war ein bisschen lauter, hat man vielleicht gehört. Zu überliefern. So entsteht die Bibliothek von Alexandria. Ein Gebäude, in dem bis zu 700.000 Schriftrollen aufbewahrt werden. Verglichen mit dem Bestand heutiger Bibliotheken mutet diese Zahl gering an. An antiken Maßstäben gemessen übertrifft sie jedoch alles bislang Dagewesene. An die große Bibliothek ist die sogenannte kleine Bibliothek mit weiteren 43.000 Schriftrollen angegliedert. Zum Gebäudekomplex gehört ferner das Museion, eine Forschungsstätte für Wissenschaftler und unterschiedlichster Disziplinen. Die große Bibliothek von Alexandria bleibt für etwa 200 Jahre das Wissenszentrum der Menschheit. Ja, und dann ist es leider untergegangen durch Veränderungen der Welt, durch die Veränderung des Klimas und so weiter. Ja, weiter geht's mit einem Bild dazu. Unter der Herrschaft der Ptolemäer wird Alexandria zum kulturellen Zentrum der Antike. In Klammern Mosaik der Stadtansicht, Johanneskirche in Gerasa, Jordanien, 6. Jahrhundert nach Christus. Kann man sogar in diesen griechischen Buchstaben lesen. Alexandria steht drüber im Bild drin. Da haben wir's. Und selbst diese große Stadt, diese große Bibliothek, die ist untergegangen, trotz durch Veränderung der Erde, durch Veränderung des Klimas, ohne dass zu dieser Zeit jemals ein Auto gefahren wäre oder andere in nach heutiger Sicht gesehen industriellen Güter gefertigt worden wären. Weiter geht's. Um 246 vor Christus. Kallimachos von Kyrene erarbeitet für die Bibliothek von Alexandria einen Katalog, in dem die gesamte vorhandene griechische Literatur aufgelistet ist. Als Dichter ist Kallimachos besonders für seine, in Anführungszeichen, Aizia, Anführungszeichen Ende, eine vierrollenstarke Liebesdichtung berühmt. Aufgrund der Darstellung von vielen Bräuchen, Festen und Alltagsritualen aus der damaligen Zeit
leistet die Schrift einen wichtigen Beitrag zur antiken Volkskunde. Und weiter geht's mit der Seite 5 für heute. 245 vor Christus. Aratos besingt den Sternenhimmel. Der griechische Philosoph und Dichter Aratos von Soloi stirbt. Der in Kilikien im südwestlichen Kleinasien geborene Aratos studierte die stoische Philosophie in Athen und wurde ein bedeutender Vertreter dieser Schule, die im Gegensatz zur modernen Philosophie die Physik mit in ihre Betrachtungen einschließt. Von den Schriften des Aratos ist nur das Lehrgedicht in Anführungszeichen Phänomena, geschrieben P-H-A-I von und dann Nomena, Phänomena, Anführungszeichen Ende, in Klammern zu Deutsch, Himmelserscheinungen, Klammer zu, erhalten, das im Altertum berühmt ist. Darin beschreibt der Dichter den Sternenhimmel in 1154 Hexametern und verleiht dem Stoff Leben, indem er auf Sternsagen und Mythen anspielt. Weiter geht's, 244 vor Christus, Bild hat man da nicht dazu. 244 vor Christus, neue Buddhismusschule. Nach dem Konzil von Pataliputra sagen sich Anhänger des frühen indischen Buddhismus von dessen derzeit herrschender Ausprägung, dem Vorläufer des Theravada-Buddhismus, los und gründen eine eigene Schule. Diese Sarvastivada-Lehre, nochmal, ich will sie mal hintereinander sprechen, diese Sarvastivada-Lehre verbreitet sich erfolgreich über Zentral- und Nordwestindien, dem heutigen Pakistan. Seine Wirkung erstreckt sich später auf Indonesien, China, Tibet und Japan. Ich will es nochmal wiederholen. Sarvastivada-Lehre. Sarvastivada-Lehre. Schwieriges Wort, ziemlich lang. Die Anhänger der neuen Lehre nennen sich Sarvastivadin und machen es sich zur Aufgabe, die sogenannten Grundbausteine der Wirklichkeit, die Dharmas, zu analysieren. Nach Auffassung der Sarvastivadin ist es möglich, alle Daseinsfaktoren unmittelbar und direkt wahrzunehmen. Im Prozess der Vergänglichkeit durchlaufen diese Faktoren die Stadien Entstehung in Klammern Yati, Klammer zu, Dasein in Klammern Stiti, Klammer zu, Verfall in Klammern Yarata, Klammer zu, und Zerstörung in Klammern Vyaya, Klammer zu, wird geschrieben V-Y-A-Y-A, ich würde mal sagen Vyaya wird es geschrieben, gesprochen. Bestimmte Bedingungen, so glauben die Sarvastivadin, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, sind Voraussetzung für den jetzigen Zustand des Daseins. Entsprechend beeinflusse das heutige Dasein das Leben in der fernen Zukunft. Der Sarvastivada-Buddhismus entwickelt sich zu einer der erfolgreichsten Strömungen der indischen Lehre. Er beeinflusst den späteren Mahayana-Buddhismus und geht erst mit der islamischen Eroberung Indiens im 11. Jahrhundert unter. Ja, wieder mal die islamische Eroberung. Ja, und hier haben wir noch ein Bild dazu. Nach Vorstellung der Sarvastivadin wird man durch Rezitieren des Namens von Buddha Amitabha im reinen Land wiedergeboren und reift dort zum endgültigen Nirvana heran. In Klammern Wandmalerei aus den Höhlen von Dunhuang in China, Klammer zu. Eine Höhle. Wo sieht das dort aus? Und bevor wir mit der Seite 6 weitermachen, von der wir schon ein Stück weg haben, noch einen Schluck Kaffee. Und einen Schluck Milch. Und da sind wir
bei 242 vor Christus. Senatoren finanzieren Flottenbau. Auf Drängen des Konsuls Gaius Lutatius Catulus beginnt in Rom ein umfangreiches Flottenbauprogramm. Rom, dessen Landstreitmacht gefürchtet ist, versucht nun auch auf dem Wasser die militärischen Muskeln spielen zu lassen. Seitdem die meisten römischen Schiffe in der Schlacht bei Drepana 249 vor Christus untergegangen waren, hatte der Senat auf einen kostspieligen Neubau der Flotte verzichtet. Der bereits 20 Jahre währende Krieg gegen die Karthager hat die Staatskasse zerrüttet. Doch um Karthago zu bezwingen, müssen Schiffe her. In dieser Situation fordert Catulus die Senatoren auf, die Flotte privat zu finanzieren. Ein Jahr sind die römischen Werften mit dem Flottenbau beschäftigt. Dann stechen die neuen Schiffe unter der Leitung von Catulus in See. Im Handstreich erobern die Römer Lilybaeum, Karthagos Nachschubposten auf Sizilien. Am 10. März 241 vor Christus trifft die neue römische Flotte bei den Ägadischen Inseln auf die Karthager und besiegt diese zur See. Ist wieder so über der Zeile geschrieben mit Teilstrich. Lese ich es nochmal vor. Am 10. März 241 vor Christus trifft die neue römische Flotte bei den Ägadischen Inseln auf die Karthager und besiegt diese zur See. Nun sieht sich Karthago außerstande, eine neue Flotte zu bauen. Die Punier geben den Kampf auf und unterzeichnen einen Friedensvertrag mit dem Römischen Reich. Damit entscheiden die römischen Kriegsschiffe den ersten punischen Krieg. Ja, und da haben wir noch ein Bild dazu. Römisches Kriegsschiff mit Rammsporn aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. In Klammern Zeichnung nach einem Relief aus Puteoli in Italien, Klammer zu. Nochmal so eine Zeichnung von so einem römischen Kriegsschiff, mit dem man die Karthager aus Sizilien vertrieben hat. Und damit sind wir schon auf Seite 7 und 8 und da geht es um einen Fokus auf hoher See. Schifffahrt in der Antike. Durch intensive Handelsbeziehungen werden Mittelmeer und Schwarzes Meer in der Antike zu großen, in Anführungszeichen, Binnenseen, Anführungszeichen, Ende, deren Küsten zunächst die Phönizier und Griechen, später die Römer beherrschen. Die Schiffstechnik wird bis zur Perfektion verfeinert. Und da geht's mit dem Einführungstext los. Das Anwachsen der Schifffahrt in der Antike lässt sich vor allem durch die Veränderung im Transportwesen erklären. Die nur wenigen Landstraßen sind schlecht ausgebaut und führen oft über unwegsames, nicht selten gebirgiges Gelände. Auf den Straßen können Waren nur tagsüber in kleinen Mengen mit Lasttieren transportiert werden. Schiffe bringen hingegen sowohl tags als auch nachts schwere Lasten schnell ans Ziel. Dadurch ist der Seetransport nicht nur effektiver, sondern auch wesentlich billiger. Es gibt aber auch Nachteile. Die Sicht muss gut sein, die Winde, in Klammern, da man überwiegend segelt, Klammer zu, günstig, Punkt. Diese Bedingungen herrschen zwischen Mai und September. Von Oktober bis April wird daher die Schifffahrt auf den Fernhandelsrouten eingestellt. Und damit geht es weiter mit dem ersten Unterabschnitt. Seehandelsrouten entstehen. Die rasante Ausübung und Entwicklung der Schifffahrt seit dem 9. Jahrhundert vor Christus ist vor allem den Phöniziern und Griechen zu verdanken, die in immer entferntere Regionen vordringen und dort Handelsstützpunkte errichten. So entstehen entlang der Küsten des Mittel- und Schwarzen Meeres
Seehandelsrouten mit sicheren Häfen, in denen die Schiffe auch bei unvorhergesehenen Unwettern Unterschlupf finden. Die im Hinterland der Häfen lebenden Einheimischen beteiligen sich an dem regen Geschäft und tauschen mit Phöniziern und Griechen einheimische Produkte oder Sklaven gegen phönizische und griechische Handelsgüter ein. Mit der Ausbreitung der Schifffahrt werden zunehmend auch bisher entlegene Gebiete geografisch erkundet. So stoßen die Phönizier seit dem 9. Jahrhundert vor Christus über die Küsten Nordafrikas bis nach Gibraltar vor, gelangen zum Atlantik und vermutlich auch bis zu den Kanarischen Inseln, Madeira und dem zinnreichen Cornwall. Auch die Griechen kommen ab dem 7. Jahrhundert vor Christus über Sizilien, Süditalien, Südfrankreich und Nordspanien bis zum Atlantik. So berichtet der aus der griechischen Stadt Massilia, in Klammern heute Marseille, Klammer zu, stammende Seefahrer Eutymenes von seinen Reisen ins Reich Tartessos, in Klammern Südspanien, Klammer zu, und ins Zinnland der Oströmier, in Klammern heute Bretagne, Klammer zu. Spätestens seit dem 7. Jahrhundert vor Christus gründen die Griechen strategisch wichtige Orte am Schwarzen Meer. Und jetzt muss ich nochmal einen Schluck Milch nehmen, zum letzten Unterabschnitt kommt, des Fokuses. Und weiter geht's. Wie gesagt, letzter Abschnitt zu diesem Fokus. Auf hoher See. Rudern auf der Triere. Im 6. Jahrhundert vor Christus besitzen die Handelsschiffe der Phönizier und Griechen noch einen kurzen Rumpf mit hohen Bordwänden und einem Mast mit großem Segel. Der Korinther Amainokles erfindet schließlich in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts vor Christus die ca. 35 Meter lange und 5 Meter breite Triere, ein dreireihiges Ruderboot für ca. 170 Ruderer, mit dem man höhere Geschwindigkeiten erreichen und besser andere Schiffe rammen kann. Ein Schiffstyp, der sich schnell als Kriegsschiff durchsetzt. Mit den Trieren gewinnen die Griechen im Jahre 480 vor Christus die Schlachten gegen die Perser bei Salamis in Klammern vor Athen, Klammer zu, und gegen die Karthager bei Himera in Klammern Sizilien, Klammer zu. Über den Fünfreiher entstehen schließlich im Hellenismus in Klammern 330 bis 31 vor Christus, Klammer zu, Schlachtschiffe mit gigantischen Ausmaßen, die bis zu 40 Ruderränge besitzen. Aus diesen entwickeln sich wiederum riesige Fracht- und Luxusschiffe. Das berühmteste ist wohl die von Hieron dem II. Von Syrakus um 240 vor Christus in Auftrag gegebene, in Anführungszeichen, Syrakusia, Anführungszeichen, Ende, Punkt. Erst bei Fertigstellung wird sich Hieron wohl bewusst, dass dieses Schiff zu groß für jeden Hafen im westlichen Mittelmeergebiet ist. Er schenkt das Schiff schließlich Ptolemäus III. Von Ägypten, der es nach seiner Hauptstadt Alexandria in Anführungszeichen Alexandris, Anführungszeichen Ende, umbenennt. Mit Ausbruch des Ersten Punischen Krieges müssen die Römer eine ganze Flotte bauen, um gegen die Karthager bestehen zu können. In nur 60 Tagen entstehen nach dem Vorbild eines gestrandeten karthagischen Fünfruderers, nochmal, in nur 60 Tagen entstehen nach dem Vorbild eines gestrandeten karthagischen Fünfruderers 130 Schiffe in 60 Tagen. Pro Schiff wird noch eine Enterbrücke ergänzt. Dank dieser Brücken erringen sie den Seesieg bei Mylai im Jahre 260 vor Christus. Danach setzen sich die Römer noch intensiver mit dem Schiffsbau auseinander und entwickeln ähnliche Kampfschiffe wie die Griechen und Karthager.
Die letzte große Seeschlacht der Antike wird bei Actium, in Klammern heute Nordwestgriechenland, Klammer zu, im Jahre 31 vor Christus zwischen Octavian, Marcus Antonius und Kleopatra ausgetragen. Dabei versenken die kleineren und wendigeren Schiffe der Römer die großen ägyptischen Kriegsschiffe mit Brandwaffen und machen so den Weg frei für die Alleinherrschaft des Octavian, in Klammern auch später Augustus, Klammer zu, und die Vorherrschaft der Römer im gesamten Mittelmeerraum. Tja, so entstand also diese Schifffahrt im Mittelmeer, im Schwarzen Meer und wurde dann immer mehr zum kriegsentscheidenden Moment. Und da haben wir noch zwei Bilder dazu. Römische Galeere beim Überqueren der Donau. In Klammern Reliefdetail. Trajans Säule, Rom, 2. Jahrhundert nach Christus, Klammer zu. Haben wir also die Galeere. Das kann man sehr gut sehen. Und weiter geht's. Die Triere ist vom 6. bis 3. Jahrhundert vor Christus das wichtigste Kriegsschiff der Seemächte im Mittelmeer. In Klammern Zeichnung nach einem Relief am Erechtheion auf der Akropolis, Klammer zu. Sehen wir es mal, diese Triere mit seinen drei Ruderreihen, deswegen Triere. Mach's mal ein bisschen mörderig, weil das Bild ist nicht so groß, wenn es dann zu nah ist. Also im Video zu groß und dann unscharf. Ja, wir sind sehr gut in der Zeit und sind schon auf Seite 9 und 10 heute. Und da geht es weiter, nehme ich als erstes diesmal die Randbemerkung ganz rechts weg. 241 vor Christus. Die Karthager unterliegen den Römern in der Seeschlacht bei den Ägidischen Inseln und müssen im Friedensschluss zur Beendigung des Ersten Punischen Krieges auf Sizilien verzichten. Nach der Niederlage gegen Rom bricht ein Aufstand der karthagischen Söldner aus, dem sich die Libyer anschließen. Karthago kann die Erhebung aber 238 vor Christus niederwerfen. Und weiter geht's. Jetzt kommt alles 241 vor Christus. 241 vor Christus. Ägypten wird Machtriese. Die Ptolemäer-Dynastie in Ägypten gewinnt Syrien von den Seleukiden zurück. In insgesamt sechs Kriegen ringen die Diadochenreiche der Seleukiden und Ptolemäer um die Herrschaft über Syrien und Palästina. Bereits im Jahre 274 vor Christus war zwischen beiden Mächten ein Kampf um Syrien ausgebrochen, der jedoch ohne Land- oder Machtgewinn ein Ende fand. Unter Antiochos II. Begann um 260 vor Christus der Zweite Syrische Krieg. Er endete 7 Jahre später mit Gebietsgewinnen für die Seleukiden und einer folgenschweren Vereinbarung. Im Friedensvertrag wurde die Hochzeit von Antiochos II. Mit Berenike, einer Verwandten des ägyptischen Herrschers Ptolemäus II., festgelegt. Um die Vermählung vollziehen zu können, musste sich Antiochos jedoch zuvor von seiner ersten Frau Laodike trennen. Berenike schenkte Antiochos einen Sohn, ehe es Laodike gelang, den Seleukidenkönig zur Rückkehr zu bewegen. Doch kurz nach seinem Eintreffen in Ephesos starb Antiochos II. An einem Gift, das ihm womöglich Laodike verabreicht hatte. Als ihre Agenten kurz darauf auch noch Berenike ermordeten, brach der Krieg zwischen Ägypten und dem Seleukidenreich 246 vor Christus erneut aus. Der dritte syrische Krieg, in der Geschichtsschreibung auch Laodike-Krieg genannt, begann mit Erfolgen für die Ägypter. Ptolemäus III. Findet Unterstützung bei den syrischen Anhängern seiner ermordeten Schwester Berenike
und besiegt ohne einen Schwertstreich zu führen Syrien, Mesopotamien und Kilikien. 245 vor Christus nimmt Seleukos II. Zwar Babylon wieder ein, doch die übrigen Kriegshandlungen bleiben marginal. Bis 241 vor Christus erobern die Ptolemäer die verlorenen Gebiete wieder zurück. Der Frieden zwischen den Reichen begünstigt die Ägypter. Unter Ptolemäus III. Wird das Nilreich zum größten politischen Gebilde der Zeit und das nachhaltig. Bis zum Ende des 3. Jahrhunderts vor Christus ist Ägypten der größte Machtfaktor der hellenistischen Welt und umspannt fast den gesamten östlichen Mittelmeerraum. Ja, die Damen der Schöpfung mit Gift. Mord hat so einen Krieg ausgelöst, die Laodike. Und auch noch ein Bild dazu. Münzbildnis des ägyptischen Königs Ptolemäus III. Mit Strahlenkrone, Strahlenkrone, Punkt. Unter seiner Herrschaft erreicht das Ptolemäerreich seine größte Machtentfaltung. Hammer. Den Ptolemäus III. Mit einer Strahlenkrone. Und dann nehme ich noch ein Stück Milch, bevor es in die letzte Seite geht.241 vor Christus. Skepsis als philosophisches Prinzip. Mit dem griechischen Philosophen Arkesilaos stirbt in Athen der Hauptvertreter der Lehre des Skeptizismus. Hier steht Zimus, ich denke mal, die meinen Zismus, aber hier steht Skeptizismus. Arkesilaos vertritt die Meinung, dass eine Urteilsenthaltung der rechte Weg im Leben sei. Wie auch die Philosophen Pitane und Karneades von Kyrene gibt Arkesilaos den Anspruch auf, dass Entscheidungen von einem sicheren Wissen begleitet sein müssten. Es genüge vielmehr, dass die Handlungen der Menschen auf wahrscheinlichen und wohlbegründeten Überlegungen beruhten. Arkesilaos leitete nach dem Tode des Krates um 265 vor Christus die von Platon gegründete Akademie in Athen. Während seiner Lehrtätigkeit versuchte der Philosoph, auf die Prinzipien des Sokrates zurückzugehen und herauszufinden, ob Erkenntnis überhaupt möglich ist. Gilt dazu aber nicht. Und dann kommen wir zum letzten kurzen Artikel und noch ein Bild. Und da sind wir wieder durch für heute. 241 vor Christus. Spartas Reformkönig erdrosselt. Spartas König Agis IV. Wird von seinem Gegenspieler Leonidas II. Erdrosselt. Als Agis 244 vor Christus die Nachfolge seines Vaters antrat, zeigte Sparta Auflösungserscheinungen. Das Land gehörte etwa 100 reichen Familien, die meisten Menschen lebten in Armut. Könnte was Deutschland heute sein, ne? 242 vor Christus erließ der junge König alle Schulden und verteilte das Land zu gleichen Teilen durch das Los neu. Ja, wäre eine Möglichkeit. Mitkönig Leonidas jedoch intrigiert gegen Agis und reißt die Macht mit Hilfe der enteigneten Großgrundbesitzer an sich. Agis wird gefangen genommen und erdrosselt. Und da noch ein Bild dazu. Einst lebten in Sparta an die 50.000 Einwohner. Heute zeugen nur noch Ruinen wie hier die des Theaters von der ehemals so mächtigen Hauptstadt von Lakonien. 50.000 Einwohner für die damalige Zeit. Sehr, sehr viel. Eine richtige Großstadt. Heute ist das davon übrig geblieben. Vom einst großen, mächtigen und stolzen Sparta. Und das alles ohne Industrie und Autos und den Klimawandel. Sondern einfach so.
Ja, und damit sind wir heute sehr gut in der Zeit. Wir legen das Buch schon zur Seite. Und wir sind noch nicht bei 45 Minuten, aber das schaffen wir jetzt wieder gleich. Ja, ich hoffe, es war das ein oder andere Interessante für euch dabei. Ihr konntet die ein oder andere Wissenslücke schließen oder altes Wissen wieder auffrischen. Ja, bei VK.com ist es immer noch so. Ich muss das aktuelle Video mal per Link zu YouTube reinstellen erstmal, aber nach und nach kriege ich auch die anderen Videos direkt drauf auf VK kommen, dass man sie sich immer wieder dort anschauen kann und sie nicht irgendwann in der Timeline, wie es ja auf Facebook heißt und hier an der Pinnwand oder in der Tagesmeldung irgendwann verschwindet. Ja, das kriegen wir schon irgendwann hin. Ich hoffe ja, dass irgendwann wieder mal Zeiten kommen, wo wieder mehr Leute draußen rumlaufen, anstatt dann irgendwelche tralala Sachen am Internet zu machen, um über die Zeit zu kommen. Ja, gut. Und dann hoffe ich doch, dass es euch auch heute wieder gefallen hat und ihr auch morgen wieder Lust drauf habt, zuzuschauen, sowohl bei Facebook als auch bei YouTube und bei VK.com. Und damit verbleibe ich wie immer mit: Haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch und bleibt gesund. Ciao, ciao, euer Egon.